Herr Ammann, seit über 20 Jahren gibt es in Vorarlberg kein Skiweltcuprennen mehr. Ganz plump gefragt, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist hauptsächlich die fehlende Infrastruktur, sprich geeignete Pisten, Rennstrecken mit dem nötigen Know-how. Also das heißt, die Streckenführungen haben sich verändert, müssen adaptiert werden, aber hauptsächlich liegt es an der Situation der Zielräume, die halt gegenüber vor 10 oder 20 Jahren ganz andere Ausmaße verlangen, ganz andere Zugänge für die Besucherströme und dergleichen. Also grundsätzlich liegt es an diesen Kriterien. Ist grundsätzlich ein Interesse von diversen Skiorten im Land spürbar? Grundsätzliches Interesse ist natürlich da, wenn ich da sprich an Lech, wenn ich sprich Jaguns Montafon oder auch im Bregenzer Wald, sind Bemühungen seit vielen, vielen Jahren da, die halt immer wieder scheitern an gewissen Grundeigentümern, an gewissen Voraussetzungen, die halt sehr, sehr schwer umsetzbar sind. Aber im Prinzip ist sowohl vom Skiverband als auch vom österreichischen Skiverband, vor allem auch von der FIS, aber auch von den Regionen sehr großes Interesse vorhanden. Wie ist jetzt der Standpunkt, die Position des Vorarlberger Skiverbands in dieser Causa? Bemüht man sich darum, dass man wieder ein Weltcuprennen bekommt? Und wenn ja, warum wäre das so wichtig für Vorarlberg? Natürlich bemühen wir uns als Vorarlberger Skiverband, solche Events nach Vorarlberg zu bringen. Zum einen, um den Skisport wieder das nötige, ja, den nötigen Hintergrund und das Interesse zu wecken. Aber auch zum anderen, um unseren Topläufern in der Heimat Startmöglichkeiten zu bieten. Und zum anderen, um den Wintertourismus, so gut es eben geht, zu unterstützen.